Home, sweet home. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Home, sweet home. Ich freue mich so, endlich in der Vollversion. Ja, wir hatten ja vor langer, langer Zeit mal die Demo gespielt und ich habe mich so gefreut. Ja, und an dieser Stelle sage ich ein herzliches Dankeschön, aber so richtig herzlich an die liebe Bitch Butch, denn sie hat's mir geschenkt, das Spiel. Ja, sie wusste, dass ich die Demo gespielt habe und mich so gefreut habe, das endlich zu spielen. Dann hat sie es mir einfach geschenkt. Oh, Dankeschön. Und ich widme dir dieses Spiel. So. Und euch allen widme ich es auch. Okay, nicht lang schwafeln und los geht's. Neues Spiel. Ja. Neues Spiel. Hallo. Jetzt geht's los. Loading. Ich weiß noch nicht, vielleicht schneide ich auch den Ladebildschirm raus. Der ist doch recht lange. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht schwafel ich euch einfach zu. Weil genau unter meiner Fresse ist nämlich hier, genau da ist nämlich Loading steht da. Das seht ihr nur nicht. Babe? Ah, wake up. Ja, ich bin wach. It's late, huh? Mm. You have to wake up. Okay. I'm getting up. Jane? Oh, last night was way too much. Die Übersetzung ist geil. Gestern Nacht habe ich viel gemacht. Wo bin ich? Okay, ja, dann nochmal herzlich willkommen zu Home Sweet Home. Ich freue mich so. Geil. Ich hoffe, es läuft flüssig und wir spielen auch hier in Full HD. Und wie spät haben wir es denn? Ich muss den Weg zurück nach Hause finden. Okay, die Uhr ist stehen geblieben. Viertel nach zwölf, huch, kurzer Hänger. Wo bin ich denn jetzt? Ist das eigentlich meine Wohnung? Ich weiß es gar nicht. Interagieren. Ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr an die Demo erinnern, verflucht. hocken. Ich hocke mal. Taschenlampe! Geh mal wieder weg aus der Hocke. Ah, Taschenlampe, schön. Ah, ich erinnere mich so ganz leicht. Wenn die Übersetzung nicht ganz so prickelnd ist, naja, wir sehen mal drüber weg. Ah, an diese Partikel kann ich mich noch erinnern, die da so rumgeflogen sind. Hoppala, jetzt Leder ganz kurz. Sieht aber auf jeden Fall schon echt geil aus. Also ich habe volle Details angeschalten. Und da kann ich mich, glaube ich, auch noch dran erinnern. An dieses... Ja, da kann ich mich dran erinnern. Okay. Dass die Tür automatisch zugeht, habe ich mich nicht mehr dran erinnern können. Okay. Halt. Ein Schlüssel. Okay, Erklärung. Ein Schlüssel, die Türe aufzuschließen. Die Übersetzung ist geil. Ah, ach ja, genau. Das Spiel ist auch VR-fähig. Also, wenn ihr vielleicht eine Oculus Rift oder irgendwie Vergleichbares habt, ihr könnt das auch mit VR spielen. Deswegen sieht das hier so komisch aus. Hallo? Ja, ja, ich weiß, wie kann ich denn das jetzt schließen? Ich kann drehen, ich kann rein. Okay, super. Freue ich mich. Warte mal. Da steht eine Zahl drauf. Ob das noch von Belang ist, weiß ich nicht. 7640, ich merk's mir mal einfach. Hallo, wie komme ich jetzt hier raus? Nein. Hallo, fortsetzen. Fortsetzen, habe ich gesagt. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ach, Kuh. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Zeitung am 28. September 96.
Erklärung. Ein Universitätsstudent berichtet, fehlend, was? Eine Studentin aus einer der berühmtesten Universitäten in Bangkok ist als vermisst gemeldet. Sie ist mehr als 2 Tage mysteriöserweise verschwunden. Zeugen darüber informierten, dass sie nach einem schweren Magenschmerz nach Hause gegangen ist. Okay, Magenschmerzen ist nach Hause gegangen. Mehr auf Seite 15. Blättern. Ich kann nicht blättern. Okay, eine Studentin. Wir suchen die Studentin, oder was? Beziehungsweise, wir hatten, glaube ich, irgend so eine kleine Studentenparty, oder was? Aua, voll die Tür in die Fresse. Ich muss den Weg zurück nach Hause finden. Ja, mach ich. Oh, ist hier nebelig. Hey, you. Finden ein Mädchen, um nach einem Ausgang zu fragen. Mache ich. Wo ist Mädchen hin? Mädchen weg. Müssen wir eigentlich Strom sparen? Ich weiß es gar nicht. Lang drücken, Shift, Lauf. Okay. Ich kann... Ach du Scheiße, hier dunkel. Ich lass mal die Lampe doch wieder an. Huch, jetzt juckt's. Entschuldigung. Komme ich denn nicht hier raus? Was war das denn jetzt? Alter, manchmal hackelt's, aber ich glaube, da lädt er einfach bloß. Alter, was? Nee. Ich kann mich nur so vage erinnern, was passiert ist. Ich hasse solche Türgeräusche. Und wenn man nichts sieht, das ist... Where'd she go? Wo ist sie denn? Wo ist sie? Sie ist einfach wunderschön. Okay. Yo, wo geht's denn hier weiter? Okay, da habe ich mich jetzt echt nicht dran erinnert. Ach du Scheiße. Alter. Will ich der Spur folgen? Ich muss es. Alter. Hör auf zu flimmern. Oh, krass. Nee. Schließlich habe ich sie gefunden. Frau. What the fuck? Verpiss dich! Alter! Okay, so viel weiß ich noch. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Nein! Fuck! Die ist durch die Wand gegangen. Geil. Oh Mann, das mit dem Schrank, das erinnert mich wieder stark an Alien Isolation, was ich mal let's played habe. Die Schrankfolge, wo ich fast, ich glaube, die ganze Folge im Schrank war. Okay, gibt's hier sonst noch irgendwas Interessantes? Also gut. Alter, durch die Wand verschwunden. Gefahr, ich muss hier raus. Ja, aber lass mich doch erstmal hier ein bisschen umgucken. Die alte ist ja jetzt weg, hoffe ich zumindest. Wird ja wohl nicht. Upala, nicht ver. Hallo? Er lädt ein bisschen. Wird ja nicht verbunden sein, hier sich mal ein bisschen umzugucken. Aber ich glaube, hier ist. Ging das hier lang?
Hör auf mit dem Schatz. Oh, es ist die Lampe da hinten, was dich hier bewegt. Ich dachte schon wieder so ein Schatten oder was. Okay, abgesperrt. Yo, Schlüssel oder irgendwas? Langsam erinnere ich mich wieder an die Demo. Okay, wir müssen hier wahrscheinlich... Okay, es ist... Was sind das für Geräusche, bitte? Ich kann hier nicht reingucken. Egal. Ich hab... Mach die Scheiße auf! Okay, ich dachte schon, die Alte kommt hier rüber. Wow, Alter. Ja, mach hinter mir zu, natürlich. No way, return. Alter, was? Habe ich euch schon mal gesagt, ich bin sehr schreckhaft. Im Gegensatz zum Beispiel Bitchbatch, die spielt ja auch leidenschaftlich gern irgendwie Horror-Games. Die rennt da durch, das macht ja überhaupt nichts. Ein Jumpscare nach dem anderen. Ja, scheiß drauf. Mir bleibt jedes Mal das Herz stehen, egal wenn's rumpelt. Schränke. Da kann ich mich drin wieder wahrscheinlich verstecken, oder? Okay, tschüss. Gut zu wissen. Nein, da ist jemand rein, verdammt. Eigentlich sollte das Spiel volle Controllerunterstützung haben. Das Problem ist nur, dass die Konfiguration vom Controller so mies ist, dass es jetzt doch mit Maus und Tastatur spielt. Aber ist es egal. Ich spiele eigentlich gern so Spiele mit Controller. Das macht einfach, naja, die Bewegung ein bisschen sanfter. Hier komme ich nicht rein. Hier. Ah, das Zimmer, das kenne ich noch. Cool. Kann ich eigentlich... Schade. Oh, das hätte ich mir so gewünscht, dass man zoomen kann. Aber sonst ist hier, glaube ich, nichts. Den Schrank kann ich nicht aufmachen. Mal reinleuchten. Oh, typisches Badezimmer. Sieht fast so aus wie meins. Nur, dass ich eine Wanne habe. Kann ich die... Tür kann ich zumachen. Und ich habe kein Spiegelbild. Juhu! Ich muss ein Untoter sein. Aber sonst ist hier nichts, ne? Dann gehen wir mal. Oder habe ich irgendwas übersehen? Ich weiß es nicht. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas übersehe und dann... Alter! Was? Okay, ich habe was übersehen. Fuck. Hier komme ich nicht rein. Ein Schrank. Eine Tür. Oh, das sieht ja geil aus. Echt jetzt? Okay, was bringt das jetzt, da reinzugehen? Ich weiß es nicht. Ein Durchgang. Ah, okay, da kommen wir auf die andere Seite. Alles klar, ich verstehe. Badezusatz, keine Ahnung was. Ist aber auch nichts Interessantes hier. Gott sei Dank ist hier zu. Gott sei Dank ist hier zu. Hallo?
Hallo? Hier ist der Hausmeister Krause. Okay, hier kommen wir nicht durch, schade. Gehen eigentlich diese Lichtschalter? Nein. Ja, und nu? Okay, geht nicht. Gehen wir weiter. Zimmer 105. Komme ich gar nicht rein. Gehe ich jetzt gerade zurück oder was mache ich? Bin ich jetzt doof? Hier war ich doch schon. Hä? Nein, hier war ich noch nicht. Das sieht alles so gleich aus hier irgendwie. Hier kommen wir nicht rein. Er hat mal kurz geladen. Ah. Das Holz versperrt den Weg. Alter, habt ihr die gesehen? Fuck. Also hier komme ich nicht durch. Hier brauche ich irgendwie Werkzeug. Das Holz versperrt den Weg. Ich habe aber keine Elemente in dem Sinn. Sammelbare Elemente. 1 von 18 habe ich jetzt aber nichts. Hier komme ich nicht weiter. Hallo? Mach das mal. Zeitung. Ach so, Zeitung habe ich. Schön. Ich möchte hier gerne raus. Nein. Hallo? Verdammt. Wie kann ich das wieder zumachen? Ach, mit Tab. Fuck, ey, die ist da... Die ist da rein, ne? Glaube ich. Die ist doch hier rein, oder nicht? Hä? Wo ist die denn rein? Warum ist hier zu? Verdammt. Verdammt. Leck mich am Arsch. Ich hasse es. Hier ist zu. Ach, warte mal. Hier bin ich aber vorhin nicht reingekommen, ne? Okay, lass mich hier. Was ist das denn? Mitteilung der Nummer von Chai, ein Schamane. Bringen Sie diese zu Chai. Haare und Nägel von Shane. Haare und Nägel von Shane. Haare und Nägel. Okay, und was ist das hier? Verfluchte Nägel, schwarze Magie. Ich lese es so vor, wie es da übersetzt ist, ne? Ein verfluchte Nägel, schwarze Magie. Hass auf jemanden so sehr, dass er sterben muss? Dann sind sie bei uns richtig. Ein verfluchte Nägel, schwarze Magie. Dies ist ein Zauber, der die Nägel durch den Magen deines Feindes machen kann. Das Ergebnis kann tödlich sein. Diese schwarze Magie besteht noch und war seit so vielen Generationen weitergegeben und Leute behaupten, dass er noch vorhanden ist. Wie kann ich denn hier? Ach, blättern kann ich hier. Anleitung. Sie brauchen vor allem etwas von Ihrem Ziel, wie Nägel oder Haare. Dann legen Sie im Inneren der Puppe aus dem Friedhof Ton aus. Ich sag nichts über die Übersetzung. Es ist schon schwierig genug, auf Deutsch zu übersetzen. Die Puppe mit dem Faden binden, gehüllt den ungewöhnlichen toten Körper, nicht das heilige Gewinde aus anderen Anlässen oder Feierlichkeiten. Stechen Sie die Nägel, die verwendet, um den Sarg von denen... Dichtung, die unnatürlich quer durch die Puppe gestorben ist. Gottes Willen. Sobald es fertig ist, wird ihr Ziel eine qualvolle Schmerzen erleben, wie ihr Magen mit verfluchten Nägeln gefüllt ist. Oh, krass, Alter, der Magen mit Nägeln gefüllt. Oh. Nur die geschickte Rollen diese Aufgabe durchführen können, kann es überhaupt nicht durch Unreife erreicht werden. Okay. Ach, das habe ich jetzt mitgenommen, okay. Alter, hier ist auch nur überall... Krasse Scheiße. Alter, guck dir das an. Nägel mit Blut befleckt. Einige sogar Fleisch darauf getrocknet.
Guck an. Geil. Das brauchen wir, glaube ich, für die Bretter, ne? Oh, Alter, die kotzt Nägel. Alter, was? Warte mal, bis sie weg ist. Ich hoffe, sie ist weg. Jetzt ist er weg. Alter, was? Oh ja, Tatsache. Guck mal. Boah, die hat voll die Nägel gekotzt. Alter, Verwalter. Okay, ich glaube, die ist verflucht. Da hat wohl irgendjemand Voodoo betrieben mit der. Anscheinend. Brechstange. Wo sind denn die sammelbaren Gegenstände? Verfluchte Nägel, ich weiß mal wie. Okay, mach das mal zu. So. Oh Gott, wo soll ich denn hin? Ach, wohl, ich habe jetzt das Brecheisen, ne? Wo war denn das jetzt? Ich glaube hier hinten, ne? Ich laufe mal ein bisschen schneller. Okay. Los geht's. Das da willst du nicht wegmachen? Gefahr, ich muss hier raus. Hallo? Boah, Alter, bin ich selber. Was ist denn das? Grillen? Wenn die Grillen grillen, grillen? Ist schon etwas dicke Luft hier. Alter, hör auf. Ratten, natürlich. Ratten. Da heult doch jemand. Puppe, Alter, geh weg. Alter, ich hasse... Alter, die sieht auch noch so strange aus. Okay. Oh, die arme Holt. Oh. Warte, ich komm zu dir, ich grüße dich. Oder vielleicht will ich gar... Ich glaube, sie ist gegangen. Hat das hier eigentlich auch irgendwas zu bedeuten hier? Ein Ritual? Ich... Ja. Thailand. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist von einem thailändischen Entwickler, das Spiel. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Oh krass, was ist das? Okay, das ist... Zwei Figuren, die miteinander verschmolzen sind. Sie umarmen sich, miteinander verbunden. Wahrscheinlich Männchen und Weibchen oder so. Sieht aus wie so ein... Eine Figur aus Kacke geformt, ey. Okay. Erklärung. Ein paar Puppen, die sich umarmten, sind mit dem heiligen Faden gewickelt. Ah. Was haben wir hier? Geheilt schwarze Magie. Eine geheilt schwarze Magie ist einer der Zauber, die mit Nachdruck Menschen einander verfallen lassen. Die auffallend dieses Zaubers ist zwei Puppen in einer umarmt Pose gefesselt. Eine Puppe ist als Mann, die andere als Frau. Scrollen. Anleitung. Stellen Sie zwei Puppen aus dem Friedhof Dorn und etwas, das gehört zu Ihrem Ziel in eine der Puppen. Es kann sein, entweder Nägel oder Haare. Dann binden Sie die Puppen zusammen mit den heiligen Faden in Hüllt Leichen verwendet.
Nur geschickte Rollen können dies durchführen. Es kann nicht durch Unreife erreicht werden. Sobald es fertig ist, legen sie die gebundene Puppin unter dem Kopfkissen ihres Ziels. Was bewirkt jetzt dieser Zauber? Gebunden? In Ewigkeit? Vereint? Ich weiß es nicht. Hallo? Hoppala. Hat er mal wieder kurz geladen. Natürlich. Schränke. Können wir uns wieder verstehen. Alter. Alter. Alter, wie strange. Ist er weg? Okay. Oh ja. Blut gerinnt. Auf dem Asphalt. Ja. Rammstein. I, Alter. Ist das eine Tür? Die geht ja auf. Okay, ich muss eh hier durch. Noch mehr Schränke. Okay, hier ist zu. Was haben wir denn hier? Electrical Room. Authorized Personal Only. Autorisiertes Personal. Oh Gott, ist das laut! Alter! Alter! Das schreckt doch die Toten auf! Alter, bist du laut? Fuck, ich hab's geahnt, dass die kommt, die Alte! Alter! Was hatten die in der Hand? Oh, Alter, dreht die... Alter, geh weg! Ich bin nicht da! Geh weg! Naja, ich, geh weg! Alter! Die erinnert mich ein bisschen hier aus dem Spiel hier von, vom Saf Gaming hier. Die Decken-Cinderella. So eine typische japanische Studentin. Okay, thailändische Studentin. Okay, die Tür kann nicht geöffnet werden. Es scheint wie Sicherung. Die Sicherung ist defekt. Okay, ich brauche eine Sicherung. Scheiße. Oh Gott, und lass mich raten, ich muss jetzt da echt einmal quer durch. Alter, da läuft sie. Lang drücken. Wo läuft die denn lang? Wo ist sie denn? Die läuft da, Alter. Ich gehe mal hier rein. Kann ich die Tür zumachen? Nein. Fuck. Mach mal die Tür auf.
Klo. Oft ist ja immer irgendwas im Klo drin oder keine Ahnung. Ha, guck an, was ist das denn? Zeitung, 30. September. Schockierend. Hexerei für fehlende Schüler. Schuld. Das Untersuchungsteam schockiert, nach satanischen Beweisen im Raum des verschwundenen Mädchens zu finden. Das Mädchen, das seit 26. September verschwunden ist. Diese schockierende Entdeckung. Mehr auf Seite 13. Wo ist Seite 13, verflucht? Alter, ich hoffe nicht, dass die da reinkommen. Alter, wieso ist hier... Nein! Verdammt, hier ist zu! Alter, hier sind schon wieder Nägel. Alter. Oh nein, ich ahne was. Mach die Tür! Ich gucke. Hier ist nichts. Mmh, das sieht ja lecker aus. Hier war aber schon lange niemand. Okay, ich, ja, ich muss da durch. Verdammte Scheiße. Wo ist sie denn? Ich glaube, die dreht hier ihre Runde. Alter, ich bin so angespannt. Fuck, jetzt läuft die da lang. Jetzt läuft sie wieder da rum, ne? Fuck, fuck, die läuft wieder da lang. Okay, ich muss warten, bis sie jetzt quasi darüber läuft und dann kann ich es vielleicht versuchen. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Doch, das schaffe ich. Das schaffe ich. Ich mach die Tür zu. Oh, Alter. Okay, ist jetzt hier irgendwas von Belang? Ja. Eine Sicherung. Oh. Sicherung. Haben wir sonst noch irgendwas? Lass mich raus. Oh nein, jetzt muss ich zurück. Mach die Scheiße aus! Du scheiß Radio! Alter! Alter, verpiss dich! Verpiss dich! Was sagt die? Saturday Night Fever. Okay, warte mal. Ich warte mal. Das mache ich jetzt noch. Ich gehe jetzt noch den Weg zurück und dann werde ich meinen Folgencut machen. Wie kommt die jetzt da nicht rein, Alter? Das wäre nicht so gut.
Alter, was macht die für Klickgeräusche, ey? Okay, jetzt aber... Tschüssikowski, ich bin da mal weg. Hier komme ich nicht durch, ne? Scheiße, hier komme ich nicht durch. Kann ich die Tür zumachen? Tschüss. Alter, wenn der, wenn sie das jetzt nicht gehört hat, ne? Willst du mich verarschen jetzt? Okay, tschüss, ich bin dann mal weg. Oh. Alter! Leck mich am Arsch! Oh. Nein, schon wieder so ein Fleck. Oh, süß. Huch, Leder mal ganz kurz. Was ist das denn? Gerolltes Metallamulett. Erklärung. Ein kleines gerolltes Metallamulett, eingeschrieben mit heiligen Worten, wird meistens von den Männern getragen. Es wird geglaubt, dass das Amulett den Träger schützt und attraktiv macht. Schön. Was waren das für Geräusche? Wieso? Alter! Was macht die? Come on! Alter! Geh weg! Nein, nein! Lauf doch zu! Lauf, 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 lauf! Alter! Nein, 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 ich kann nicht rennen! Nein! Was ist das? Oh! Alter! Und ich glaube, da hörte die Demo auf. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Alter! Boah, ich bin so gespannt drauf, wie es weitergeht. Boah. Das Ende von der Demo war, glaube ich, ein bisschen anders. Ich glaube, da hat man sie, glaube ich, nochmal von vorne gesehen, wo so einen irgendwie so festhält und da ist man dann, glaube ich, gestorben. Das war's dann. Man ist, glaube ich, auch gar nicht, man ist nicht durch die Tür gekommen. Alter, da musst du auch noch kämpfen und so. Das finde ich genial. Das ist gut. Ladebildschirm. Wär mal schön, wie es weitergeht. Jetzt geht's weiter. Telefon, ich bin nicht da. Na, geh doch mal ran. Ah. Hey, Tim. It's Du. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Hope you're doing well. Call me back, so I know you're not dead. Dev, ist das unser Freund oder was? Steh ich oder? Nein, ich war in der Hocke? Hä? Was? Hier bin ich rausgekommen? Okay, interessant. Ist das jetzt... Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Ist es mein Zuhause? Würde ich mir wünschen. Auf jeden Fall hätte ich gesagt,
Das war's für diese erste Folge und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Let's Play Home Sweet Home mit eurem Ricky Dicky. Und ich bin raus. Tschö mit Ö.